Oh, hello, so warm it is. Okay. Nochmal. Hier eine Tasche. Wo? Große Tasche. Kannst ja? Du nehmen diese Müll in diese Tasche und dann alles raus. Ja, machen so. Winke. Achtung. Ja, wir machen heute unser Boot sauber. Das heißt, es wird nochmal abgestrahlt. Beim ersten Mal war das nicht genug. Wird später der ganze Dreck, der haben wir hier extra eine Plattform zum Abstrahlen und alles weitere, dann können wir nämlich den Unterbau angehen. Das sieht schon übel aus nach 10 Jahren. Das war bestimmt 10 Jahre nicht mehr draus. Naja, zum Glück habe ich heute wirklich einen guten Helfer. Die Dani ist dabei und organisiert erstmal innen drin alles und jetzt müssen wir mal gucken. Okay Dani, geht's los? Ja, alles klar. Ja, was denn? Diese Boden ist sehr ruhig. Doch, sitzt ruhig, Dani. Das sitzt sehr stabil. Ja, aber nicht so schaukeln, ja, bitte. Hi. Zieh mal deinen Eimer hoch. Super. Hast du gut gemacht, Dani. Ja, Heidenarbeit. Erst einmal den groben Schmutz weg. Hier haben wir schon fleißig mit dem Dampfstrahler. Aber das holen wir komplett weg. Naja, Dani hilft heute. Könnt ihr nachher auch noch mal in Action sehen, wenn wir tauschen. Jetzt werde ich sie mal gleich schuppen, weil sie hat erstmal innen aufgeräumt, die Sachen. Wird jetzt das Boot richtig mal entkernt und von Grund aufgemacht. Das ist nur Vorarbeit. Naja, und sonst steht er hier. Hier geht richtig alles runter, dann wird das alles so punktuell wie hier. Für die Farbe geht richtig runter, Leute. Jemand tritt zurück, Dani. Ich werde sie nach. Einfach ein Stück zurück. Mach mich von da. Komm, von der anderen Seite. Naja, später geht es dann natürlich noch. Der wird also richtig bis auf den Grund runtergeholt, grundiert und dann lackiert. Der Boot ist vielleicht 10 Jahre nichts mehr gemacht worden, aber gute Substanz hat. Ha? Hat richtig gute Substanz.
Schwachstellen. Also wenn man das ganze Board abklopft, da ist richtig noch dicker Stahl dahinter. Keine Schwachstellen von innen hier außen. Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Ultraschallgerät auf einen Millimeter genau noch messen. Das werde ich euch dann mal irgendwann vielleicht in einem Video zeigen, wie man sowas macht. Den Stahl überprüfen. Aber sonst, schönes Boot, aber viel Arbeit. Ihr seht, die Dani, ganz entnervt guckt sie. Aber die Landschaft ist schön, oder, Dani? Ja. Ja, ganz ruhig. Komm, erzähl mal was. Erzähl mal deiner Mama, was wir hier machen. Jetzt sag doch mal. Facem curățenie în bărcuță și aranjăm bărcuța, o pregătim pentru anul viitor în vară. Wie immer, die Rumänen fassen sich kurz. Zwei Worte und mehr wird nicht gesagt. Naja, hier ist übrigens noch ein kleines Boot ähnlicher Bauart zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sieht. Naja, gegen die Sonne ist schlecht. Wir sind hier halt am Einderhof. Das Boot geht nachher natürlich auch weg, wird weggeschlossen. Das ist eigentlich eine ganz gute private Stelle, die ich hier bekommen habe, in der Nähe von Bessern. Natur, guck mal da hinten, was wir da hinten haben, Dani. Danke, Lutz. Ja. Na, das macht Spaß. Ja, hier sind wir im WSV. Kommen wir gleich. Der ist in direkter Nachbarschaft. Auf Google Maps oder so findet ihr das gar nicht. Allerdings auf den Satellitenfotos ist es zu finden in Besel. Oder das teilt sich auf, ist eigentlich gar nicht mehr Besel, sondern ist das Reike Worte. Es gehört aber zu Besel dazu. Es sind mehr Aussiedlerhöfe und hier hat sich ein kleiner holländischer Bootsverein, sind aber auch sehr viele Deutsche da untergekommen. Wartezeiten ewig, extrem freundlich, ist wirklich super. Okay.